Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute in eure Kommentare geschaut. Vielen Dank übrigens dafür. Allerdings ist mir da heute etwas aufgefallen. Da stand etwas wie, hier sei das alles so dreckig hier bei uns in Alanya und überall der Staub und die Autoabgase und überhaupt, das wäre kein schöner Ort hier, Alanya. Und nein, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, Leute. Ich bitte euch, niemand darf etwas Schlechtes über Alanya sagen, außer mir. Nein, Quatsch. Aber nein, Moment, so ist besser. Schaut mal, gibt es etwas Schöneres als Alanya? Nein. Das da kann ich nicht stehen lassen. Klar, es gibt Urlaubsorte und es gibt Auswanderungsorte, die vielleicht schöner sind, die eventuell nicht so voll sind und die vielleicht auch ein bisschen sauberer und gepflegter sind, will ich zugeben. Aber man darf nicht vergessen, Alanya erblüht gerade, ja, Alanya erwacht gerade aus dem Dornröschenschlaf, so nenne ich das immer. Noch vor wenigen Jahren war das hier ein kleiner Ort, der wirklich nur ein paar Menschen vorbehalten war, die diese Schönheit des Landes und die Schönheit dieser Ortschaft entdeckt haben. Und im Laufe der letzten Jahre hat sich dieses kleine Örtchen zu einem Hip-Objekt entwickelt. In der Türkei ist eigentlich Bodrum, ja, so der Ort, wo die meisten, da gehen die Schauspieler hin, machen Urlaub, die großen Sänger, da gehen eigentlich alle hin und Izmir sowieso, ja, Antalya, das sind die Orte, wo Alaçatı. Es gibt so kleinere Orte noch in der Türkei, wo sich der Hip sozusagen aufhält und wo sich die Gesellschaft aufhält, die ein bisschen was auf sich hält. Und Alanya entwickelt sich in diese Richtung, warum auch immer. Alanya ist so wunderschön, ja, aber natürlich hat Alanya auch ein paar kleine Fehler, die vielleicht diese anderen Orte nicht haben, ja, also man kann sagen, dass der Strand nicht besonders schön ist, ja, gebe ich ja auch immer zu. Es sind viele Felsen und die Wellen sind vor allen Dingen hoch. Das ist vor allen Dingen das, was viele abschreckt. Diese hohen Wellen, ja, und der gefährliche Meergang. Wellen, nicht nur die Wellen, die jetzt nicht immer hoch sind, aber der Sog auch ins Meer hinein, die Felsen, auf die man drauf knallen könnte. Und auch, dass vielleicht an Teilen in Alanya der Strand nicht so gepflegt ist. Man kann viele Gründe finden dafür, wenn man sagt, nee, Alanya mag ich nicht. Dennoch hat sich dieses Fleckchen Erde in den letzten Jahren wirklich so stark entwickelt und ist so beliebt geworden von Einwanderern, von Urlaubern, von Einheimischen, dass es einfach gar nicht anders geht, als dass hier gebaut wird wie verrückt. Ich glaube, das machen ganz viele Orte und ganz viele Länder, dass wenn gemerkt wird von den Menschen hier, dass der Ort beliebt ist und dass viel Geld reingespült wird, dass dann natürlich richtig viel gebaut wird. Wurde ja auch bemängelt, dass man hier überall Baustellen hat und dass alles staubig ist und dreckig ist durch die Baustellen und durch die Arbeiter natürlich auch, die dort ja, dann vielleicht auch nicht so alles wegschmeißen in die Müllgeschichten, wie sich das gehört. Ich möchte dennoch sagen, dass Alanya so wunderschön ist. Ja, schaut euch doch bitte allein mal meine Videos an. Auch wenn der Strand verbesserungswürdig ist und auch wenn man überall vielleicht Müll rumliegen sieht, der ist ja aber weggemacht. Wenn man ihn aufhebt, ist er weg, ja. Und irgendwann sind diese Baustellen auch vorbei. Und na klar, dann hat man überall Hochhäuser und es ist vielleicht alles schon so ein bisschen zugebaut. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre Alanya nicht das, was es ist, ja. Weil einfach die Menschen, die hierher kommen, auch den Flair dieses Ortes mit ausmachen. Also diese ganzen Menschenmassen hätten überhaupt gar keinen Platz, ja,
Es gibt ja jetzt schon Wohnungsnot für die Einheimischen. Es gibt ja jetzt schon kaum noch Wohnraum für Menschen, die hier arbeiten. Also es wird gebaut, es wird weiter sich vergrößert, es wird mehr in die Berge reingegangen, es wird auch mehr nach Gazipascha rein gegangen, ja. Klar, man sagt dann, okay, die Natur wird verschandelt, okay, aber ich finde trotzdem, dass es hier noch so viele schöne Orte und Plätze gibt, dass Alanya ja einfach gar nicht furchtbar sein kann. Autoabgase, okay. Die D400 unten am Strand wird ja mehr oder weniger aufgelöst. Ja, diese Strandstraße, die ihr da seht, die verschwindet nicht, aber sie wird verlegt sozusagen. Direkt vor unsere Nase, ja, also sie wird so ein bisschen über die Berge Richtung Gazipascha rumgeführt, ja, und dann wird die Strandpromenade sozusagen entlastet und zwar sehr stark, sodass der Hauptverkehr hier rüber geleitet wird und nicht mehr an der D400 unten am Strand stattfinden wird. Da wird viel getan und die Türken machen auch wirklich sehr viel, um ihre ja, um ihre Infrastruktur und die Schönheit des Landes tatsächlich auch zu erhalten. Davon bin ich überzeugt. Und klar, es ist im Moment staubig und es ist viel Verkehr und viel Abgase. Das mag alles sein, aber wenn du hier in den Bergen bist, hast du ja keinerlei Abgase. Ja, klar, es fahren ein paar Autos rum, aber von Abgasen, also nee, also ich finde, hier ist eine richtig schöne Luft, die ist frisch, sie ist sauber, finde ich. Ja, ist mein Empfinden. Wenn man natürlich runtergeht und an dieser großen Hauptstraße sich befindet, ist das was anderes, zumal die Luft sehr trocken ist und es wenig regnet hier, aber das hast du ja in allen südlichen Ländern. Und dass man da vielleicht ein bisschen besser mit der Landschaft hätte umgehen können, indem man vielleicht noch ein bisschen auf Sauberkeiten mehr achtet und ein bisschen vielleicht die Architektur des Baues bezüglich dieser Hochhäuser und ähnliches, was gebaut wird, ein bisschen reduzieren hätte können, ist klar. Man darf aber auch nicht vergessen, dass hier natürlich eine ganze Menge an Geld reinfließt, ja, und diese Menschenmassen fordern das auch ein. Wahrscheinlich hätten wir hier nicht mal leben können, wenn nicht überall gebaut wäre, weil dann wäre meine Immobilie schon lange nicht mehr für mich zur Verfügung hätte stehen können. Ja, und auch die vielen Menschen, die hier überall leben, haben ja dann gar nicht die Möglichkeit, hier überhaupt ein Fleckchen Erde zu finden, wo sie sich dann erholen können. Es ist mal ein zweischneidiges Schwert und natürlich gibt es schönere Orte. Ja, na klar, also ich könnte mir jetzt mal Thailand vorstellen, mit diesen Riesen oder Karibik, mit diesen wahnsinnig tollen weißen Stränden und dem wunderschönen Meer und vielleicht auch noch unbeschadeten Landschaften, die dort existieren, den Wäldern und die Natur, ja, mag noch schöner sein, aber ich bitte euch, guckt euch mal alleine an, was ist denn da nicht schön dran? Also das, nein, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ja, also Alanya ist für mich ein wirklich sehr, sehr schöner Ort und ich bin froh, dass wir hier uns haben niederlassen können und dass wir hier die Möglichkeit hatten oder haben, einen Teil unseres Lebens zumindest zu verbringen. Und wie gesagt, der Müll, der hier überall weg rumliegt, ja, der geht weg. Ja, sind halt jetzt, diese Stadt ist im Aufbruch, sie ist dabei, sich zu entwickeln und das wird alles sich legen. Ja, die ganzen Problemchen, die es hier noch gibt, stecken, das sind alles Kinderprobleme, die werden sich irgendwann in Luft auflösen. Da gehen dann einmal die Saubermachkolonne hier durch die Straßen und dann wird auch jedes einzelne Mülldings weggebracht und das ist alles nicht schlimm. Klar, es gibt Probleme. Auch natürlich der Verkehr, der hier ist und dass immer weiter gebaut wird. Da wird sicherlich auch irgendwann mal ein Stopp eingelegt werden müssen. Bin sicher, dass das hier auch der Fall sein wird. Im Moment aber sehe ich tatsächlich noch Potenzial Richtung Gazipascher Hof. Das wird sich sicherlich noch weiterentwickeln. Klar, man kann die Landschaft auch erhalten. Man muss sie nicht zubauen. Ist schon klar. Aber wie jedes Land braucht auch die Türkei, denke ich mal. Ich kenne mich da politisch gesehen nicht so gut aus, aber auch da denke ich mal, dass die auch froh und dankbar sind für die Wiesen, die reinkommen ins Land. Aber das wird mir jetzt dann zu weit führen hier. Für mich jedenfalls steht fest, dass Alanya wirklich ein wunderschöner Ort ist. Ja, man muss nur mal in die Berge gehen. Wo bitteschön gibt es die Berge und das Meer so nah aneinander? Ich muss euch das nochmal
vielleicht so in Großaufnahme irgendwo auf dem Hochhaus oder so zeigen. Wir haben hier das riesige Gebirge und wir haben nur, weiß ich nicht, 5 Minuten out mit dem Auto runter, hast, bist du am Strand. Wo gibt es noch solche schönen Landschaften, ja? Und klar, man kann da auch weniger bauen und man kann weniger mit den Autos fahren, aber nichtsdestotrotz Alanya schön und toll und auf jeden Fall ein Urlaub und ein Besuch wert. Meine Lieben, das musste mal gesagt werden. Ich lasse da nichts drauf sitzen. Alanya ist schön, das Wetter ist toll, die Menschen sind lieb, das Land sieht klasse aus und für mich ist Alanya einfach nur, ich möchte nicht in Bodrum sein, ehrlich, weil ich finde das hier schön. Ja, klar, der Strand, der kann man sagen, okay, ist jetzt nicht so der schönste, geh aber zum Kleopatra-Strand, geh zum Injekum. Es gibt genug Plätze und genug Strände, die wirklich wunderschön sind. Hier musst du ja nicht unbedingt an Mahmud Lao Dein Kargechak in den Strand gehen, ja. Und auch da, für Kinder ist das ideal, sich auf diese Felsen setzen zu können. Das hat mein Enkel letztes Jahr richtig gefallen, hat sich immer zwischen diese Felsen gesetzt und da spült ja immer das Wasser rein und die Wellen werden so ein bisschen abgehalten durch die Felsplatten, die da liegen. Und die Fische können sich sammeln in zwischen diesen Felsspalten. Fand er richtig toll. Ja, wenn das jetzt das offene Meer gewesen wäre, hätte man viel mehr auch da aufpassen müssen, dass diese riesigen Wellen nicht auf den Jungen klatschen. Also klar, für uns sind die Steinplatten natürlich lästig und nicht schön, aber das hat halt immer so seine zwei Seiten, egal wie man es betrachtet, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich verteidige mein Alanya und ich finde es schön hier. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!